Bedwell hat ihre eigene Art, sich um das Wohl von Zwings zu kümmern. Weiche Worte bewirken wenig, doch sie füllen die Münder der Estraborn. Ich habe meine eigene Schwester geschickt, eine meiner besten Späherinnen, um die Fäulnis der Bleicheffen zu ergründen. Ich war sicher, mein Vater würde die Schändung von Mittagsfrost nicht länger ignorieren können, wenn Alva sie mit eigenen Augen gesehen hat. Aber sie ist noch nicht zurückgekehrt. Sie blickt weg. Nun, ich trage die Verantwortung für das Schicksal und ich kann die Reisziele nicht auf die Suche schicken, ohne mich offen den armen Vater zu widersetzen. Ach, ich habe sie gefunden. Sie hat Mitte hörbar. Du hast sie mit eigenen Augen gesehen. Ich habe sie aus Mittagsfrost befreit. Sie genießt nur noch die frische Luft, ehe sie zurückkehrt. Sie schüttelt ein Seufzer der Erleichterung aus. Du hast den Reisziehen und mir einen großen Dienst erwiesen. Lara atmet erneut tief durch. Ich habe mich dir gegenüber dir getäuscht, Estrabor. Ich habe dich nicht wahrhaftig gesehen. Bitte nimm dieses Geschenk an, das deiner Ehre und deiner Fähigkeit würdig ist. Oh, da kommt sie ja schon. Oh, stören wir sie erstmal nicht und gucken mal, was wir da bekommen haben. Schuppen des Raben. Cool. Neuen Rüstung. Gut. Heimlich der Wahr. Gut und heimlich. Und Wahrnehmung. Aber du hast Haut des großen westlichen Hirsches. Die ist schon außergewöhnlich. Balegida hat auch was ziemlich Gutes eigentlich. Sagan ebenso. Durenz hat die Matrosenrüstung. Du hast eine Leder, sowieso noch deine Lederrüstung. Also kann das wohl oder übel hier rein zur Sammlung. Achso, und hier drin kann ich nicht. Ja doch, ich kann einfach so. Genau wie das hier. Alva winkt hier mit einem Beinkriss im Gesicht zu. Ihr Face ist klar und glänzt und ihre Augen Funkeln verschlagen. Schön, dich wiederzusehen. Wer bist du? Wahrscheinlich sollte das heißen, wie geht es dir? Nicht who are you, sondern how are you? Gesund und munter dankt dir. Nicht, dass Lara mir die Gelegenheit geben würde, mich auszuholen. Sie blickt auf eine andere Rolle darin. Meine Schwester sorgt dafür, dass ich mir meinen Unterhalt verdiene. Du saßt ja auch lange in dieser frostigen Zelle fest. Deine Glieder müssen sich erst wieder an die Bewegung gewöhnen. Lehre mich dein Wissen. Sie lacht, wenn du mithalten kannst. Hagrim hat Blutjäger erhalten. Was habe ich gerade erhalten? Blutiger Jäger, passiv. Schadensreduktion, Hiebstich und Heimlichkeit plus 1. Okay, cool. Und du? Hail, Estremore. Du bist hier willkommen, Karet. Das soll wahrscheinlich Freude heißen. Was tust du hier? Meine Waren rüsten meine Brüder bei den Reisen hinaus und meine Hände lehren sie das Kämpfen und das Jagen unter Spuren lesen. Und die Kunst der Tarnung. Sie blickt zu Alva. Alva seufzt. Ich höre deine Worte, Schwester. Was führt dich her? Erzähl mir etwas über den Rachen. Er ist ein uralter Ort der Bestien und Gefahren. Als Anhänger des klugen Hunds versammeln wir uns hier und bilden uns zu Jägern aus. Zu Kriegern und zu Verteidigern der heiligen Orte der Abbauer. Wäre ich zuerst hier hingegangen, hätte ich das Problem mit den Bleichelfen wahrscheinlich einfacher lösen können. Das Chaos durchzieht den Rachen mehr denn je durch dieses Paar zwischen den Bestien. Er schüttelt den Kopf. Aber dessen weigert sich einzuschreiten und viele möchten die Angelegenheit durch Blutvergießen lösen. Hast du Waren zu verkaufen? Nur die besten. Ein Beil. Ein Stilett. Ein paar außergewöhnliche Waffen. Vetoki, eine Streitaxt. Okay. Ein außergewöhnlicher Säbel, außergewöhnliches Schwert, gutes Schwert, Rotfell, gut, Bote, Gebote, passiv, Feindwirkungsradius minus 3, Genauigkeit, okay, 7 Skildierhaut, außergewöhnlich heimlich und Geschwindigkeit, nicht so wirklich.
Aber Fleisch nehmen wir gerne, Milch nehmen wir gerne. Ach, nehmen wir auch mal das Brecheisen, den Campingbedarf. Die Sachen, Flintstein und Zunder. Okay, das hatten wir noch gar nicht. Nehmen wir das auch mal mit. Okay. Und handeln. Dankeschön. Und liegt alles bei Hagrim. Das ist alles mal weg. So. Sure. Die haben wohl nichts weiter zu sagen. Dann gehen wir mal. Was ist das hier? Die Überreste einer zerstörten Brücke vor langer Zeit eingestürzt führen in eine tiefe Schlucht. Die andere Seite der Brücke durchbricht den Nebel am anderen Ende der Schlucht. Sie hängt abenteuerlich über den steilen Abgrund. Das kennen wir irgendwoher. Die steilen Abgründe der Schlucht sind glitschig und glänzen vor Feuchtigkeit. Die Steine sind glitschig und glänzen vor Feuchtigkeit. Okay. Dann gehen wir noch mal zu dem anderen Typen, der sich mit dem hier unterhalten hat. Genau, Distwin. Schwierigkeitsgrad 11. Kostet mich also 3 Dietriche. Nicht mal, kann ich nämlich gar nicht knacken. Was ist hier? Auf der glavatalischen Oberseite des B steckt. Was? Stecken einige Knochennadeln in der Tierhautkarte. Ah ja. Also Lagerdinger. This is no place for sightseeing, even for you. The beasts of Galloway's Maw are dangerous, and now more than ever. Ein drahtiger Elf schreitet durch die Höhle, sein Gesicht voller Sorgenfalten. Seine Hand schlägt immer wieder nervös gegen seine Hüften. Er blickt zu dir auf und seufzt. Kenwith, diese Ort ist keine Sehenswürdigkeit, die man besichtigt, selbst für dich nicht. Die Bestien von Galloway's Rachen sind gefährlich, heute mehr denn je. Das hier ist Galloway's Rachen. Yes, a den of beasts sacred to the Lord of the Hunt himself. Historically, the greatest predator of Air Glanfoth has claimed the back of the Maw as its lair. Lately, however, there's been some dispute as to who should occupy that position. And it's leading to discord among our hunters. Ja, eine Höhle der Bestie, die dem Fürst der Jagd gewidmet ist. Seit Urzeit beansprucht das jeweils größte Raubtier von ganz Erglabfahrt in den dritten Teil des Rachts, als sein Revier. In letzter Zeit aber gab es einige Unstimmigkeiten darüber, wem diese Position zusteht. Er blickt nach oben in die Höhle, und das führt zu Zwietracht unter unseren Jägern. Sonst auch etwas, taten Sie mir lieber als Wort, aber ich beantworte deine Fragen so gut ich kann. Erzähl mir was über dich. Ich bin der Anführer der Reißzähne. Ach, das hier sind die Reißzähne, nicht die Stellgier. Wir sind ein Orden von Jägern und Kriegern, die sich Galloway verschrieben haben, und wir sorgen dafür, dass die Orte der Erbauer rein bleiben. Wir sind kein Stamm, doch wir versammeln uns wie einer und streiten wie einer. Unsere Mitglieder kommen aus allen Stämmen, aber die meisten von uns werden als drei Stoßzahnstelgier, Fischerkraniche und Hüter des Steins geboren. Ah, das sind die Reißzähne dann also. Die Reißzähne waren, glaube ich, auch die, die uns damals in Xilandlis angegriffen haben. War das richtig so? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was ist mit den Bestien? They won't fight. Er bleibt stehen und wendet sich zu dir. Sie kämpfen nicht. Und es ist Galloways Wille, dass sie sich bekämpfen? Gut, ein Kaffee in diesem Bänkenraum wäre chaotisch. Nehmen wir das. Er blickt düster rein, es wäre eine Ehre für den Jägergott. Der Rachen ist seit jeher die Heimat für ein einziges Raubtier. Von Zeit zu Zeit taucht der Herausforderer auf und die zwei tragen einen Revierkampf aus. Aber so bleibt in ihrer Höhle und Oredus kann sie dort nicht angreifen. Nun jagen zwei mächtige Raubtiere und ihre Verwandten dieselbe Beute. Das tut die Herden aus und auch die Geduld der Leute hier. Er läuft weiter auf und ab und dieses Warten, es ist nicht das bewusste, wachsame Warten eines Jägers, der im Hinterhalt lauert. Stagnation, Langeweile, das Hoffen, dass endlich etwas geschieht. Er ballt die Hände zu Fäusten, aber ich bin machtlos zu handeln. Eine Hälfte der Reißzähne wird mir
Vetterwirtschaft vorführen, wenn ich die Löwin selbst herauszuzerren versuche. Ich will mehr über die zwei Raubtiere erfahren. Es gab noch nie einen listigeren Jäger als Zul, aber manche sagen, sie verliere ihren Schneid. Orelos dagegen hat Schneid bis zum Abwinken und viele von uns glauben, dass er der rechtmäßige Nachfolger. Seine Klinge klopft mit einem ratlosen Rhythmus auf seinen Oberschenkel. Das Blut kocht, es wird immer kochen, wenn nicht bald etwas geschieht. Ich habe diese Tiere in einer Vision von Galloway gesehen. Seine müde Augen weiten sich. Vom klugen Hund höchst selbst, er mustert dich von oben bis unten. Wenn du wahrlich Galloways Segen hast, werde ich dir nicht im Weg stehen, aber ich kann mir vorstellen, dass er in dir einen listenreichen Meister sieht. Er überreicht dir einen schweren Eisenschlüssel. Wir gewöhnlich erlauben wir Fremden nicht, den Rachen zu betreten. Aber du verstehst, dass du es auf eigene Gefahr tust und Zuls Löwen werden vermutlich ihn eindringlich sofort angreifen. Dennoch, vielleicht kannst du sie dazu bringen, den Bären zu bekämpfen. Tu, was du kannst, um diesen Part zu beenden. Sprechen wir über was anderes. Nämlich, würdest du Zul oder Oneros vorziehen? Er runzelt die Stirn. Ich sehe beide Seiten. Zuls Sist ist unerreicht, aber Oneros ist der mächtigere der zwei. Beides sind Wesenszüge, die Galloway schätzt. Wo finde ich Zul? Im hinteren Teil des Rachens. Er deutet auf die Gänge, die sich rechts und links neben ihm erstrecken. Du kommst auf beiden Wegen zu ihr, aber sei vorsichtig. Der Rachen ist ein gefährlicher Ort und Zuls Rudel und ihre Unterstützer sind wachsam. Wo ist Orelos? Gute Frage, der Bär ist gerade auf der Jagd, aber er wird bald zurückkehren. Er ist nie lange weg. Also, ich könnte das hier jetzt mit dem Schlüssel öffnen. Oh, und ich darf jetzt als Buch der Jagd. Okay. Da würde wahrscheinlich was über Galloway drinstehen. Heißt hier der Verstandsjäger. Ich könnte auch ebenso gut hier über den Schlund wahrscheinlich. Versuchen wir das mal kurz. Wir mal sehen, was passiert. Steiner Abgrund, die Gegend untersuchen. Die zerbrochenen Steine der Brücke durch viele Jahrhunderte verwittert und bewachsen sind an der Kante und den Seiten der Schlucht verteilt. Ein dünner Nebel steigt von unten auf. Die Steine sind mit einem glitschigen, grünen Moos bedeckt, sodass sie keinen sicheren Halt bieten. Die Holzbanken zwischen den Steinen auf beiden Seiten der Brücke stecken scheinen jedoch stabil genug zu sein, um dein Gewicht zu tragen. Die Überreste einer zerstörten Brücke. Die Gegend untersuchen, das kennen wir schon, oder? Ja. Dein Seil mit Endtagen über die Schlucht werfen. Du ziehst auf den Holzwagen auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke und wirfst seinen Endtagen dann über die Schlucht. Er schlägt mit einem dumpfen Knall gegen die Brücke. Nerken verkeilt sich fest und bohrt sich in das Holz, als du ziehst. Das Seil strafft sich, gespannt und sicher, das lose Seilende bildest du an den Holzbalken neben dir. Du hast einen Gegenstand verloren. Die Überreste einer zerstörten Brücke, dein Seil erstreckt sich über die Kluft. Das Seil spannt sich und vibriert, als du dich vorwärts bewegst und es packst. Das Glas der Holzbalken heilt durch die unterirdische Höhle und markiert deine Mühen. Du gehst langsam und gleichmäßig voran. Du erreichst die andere Seite ohne Zwischenfälle. Die Knoten auf der anderen Seite der Brücke scheinen sicher zu sein und die Holzbalken haben dem Gewicht standgehalten. Oh. Löwen? Löwe Stammesange. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich wollte dich einfach hier so reinplatzen. Okay. Gut, dann überlege ich mir das bis zum nächsten Mal. Weil bis ich jetzt geladen habe, werden wir wahrscheinlich wieder an der Zeit sein. Ich hoffe ja eigentlich mal, dass wir nochmal einen Splitter kriegen, um den Frost zu schließen. Wenn nicht, habe ich ziemlichen Mist gebaut. Hat Hagrim ziemlichen Mist gebaut. Ja. Gut, dann würde ich hier jetzt mal speichern. Spielstand speichern. So, wir sind jetzt bei LP 24. Aber das konnte ich einfach nicht wissen. Ich war übermütig. Mal wieder. So wie auch in Redricks Festung. Aber gut. Ich habe jetzt gespeichert. Das heißt, wir gucken mal, wie wir dorthin kommen. Das ist nämlich das hier. Ich soll so zu einem offenen Kampf bringen. Geht ja noch einigermaßen.
Ja, dann sehen wir weiter. Also würde ich sagen, bis dann.